Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, wir sind ja bei... Wer ist denn das? Das bin ich. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Ich bin hier an meinem Häuser... Nee! Da ist ein Creeper drin. Oh. Wie kommt denn der da rein? Wie kommt denn der bitte in mein Haus? Hallo? Komm hier bloß bitte raus. Bitte, 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 bitte. Alter, du tickst wohl nicht mehr ganz richtig. Ey, wie geht denn sowas? Du so blöd, alter Macker. So, pass auf, dann wollen wir auf jeden Fall mal in dieser Folge... Mir juckt schon wieder die Nase, läuft. Wollen wir... Da knurrt mich doch glatt die Wand an. In dieser Folge einfach mal noch ein Gartenzäunchen bauen. Ich glaube, das war so... Genau, ein Zauntor. Ein Zauntor. Dann machen wir gleich noch eins. Da haben wir auf jeden Fall dann erstmal, hallo? Erstmal eins, was wir verwenden können, beziehungsweise zwei. Weil ich ja gesagt hatte, ich hatte gesagt. Warum baue ich auch immer im großen Stil, ne? Also, naja gut, egal. Pass auf, dann hauen wir hier nochmal eins mit hin. Zack. Und dann haben wir hier noch die ollen Gartentore. Da machen wir noch eins. Und dann machen wir hier. So, verbindet. Und dann machen wir hier... So, dann bleiben die hoffentlich draußen. Gut, so wie ich es mir vorstelle, wird es wahrscheinlich nicht sein. Sieht da auch scheiße aus irgendwo, ne? Okay, dann beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit dem beliebten Glowstone. Das geht schneller. Blop, blop, blop. Und irgendwo da unten ist er noch. Wir behalten das Material mal. Wir schmeißen es mal nicht weg. Es wird schon wieder dunkel. Ist noch ein... Hä? Jo, gut. Jedem das Seine, mir das meiste. Pass auf, dann können wir hier noch... Habe ich noch Fackeln irgendwo? Oh ja, die habe ich auch noch im Inventar. Dann werde ich einfach mal... Plop. Plop. Das Ding hier beleuchten. Nee. Um einfach vielleicht mal den Monstern aus dem Wege zu gehen. Hoffe ich zumindest mal. Dass ich das tun kann, damit die hier nicht spawnen. Spawnen, kennst du? So, halt. Da. Huch. Ja, da bin ich mal mega stolz auf meinen kleinen Schrebergarten hier. Mein Papa wäre stolz auf mich. Meine Mama auch. Sowas von stolz wären die auf mich. Die haben immer gesagt, ich soll einen Schrebergarten machen. Weil meine Eltern sind ja auch solche Leute, die haben halt einen Schrebergarten. Die haben sich... Aha. Lol. Ich habe dann ein Problem mit dem Baum. Scheint es echt so gut zu gehen, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Oh, eine Kartoffel. Da war ein Kartoffelkopf dabei. Juhu! Und wieder so ein alles blödes Prain. Och nö, Leute, komm. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf, Alter. Ihr gebt mir ja auf den Sack.
Und schon wieder so ein... nee, das... Los, nehmen wir die auch noch mit. Noch irgendwo so ein Scheiß? Mein Gott, ey, die nerven aber auch. Ruhig, Brauner. Hier, ich gebe dir was zu essen. Es ist doch wohl hoffentlich jetzt nicht wieder einer im Haus drin. Alter Schwede. Was ist denn das? Was ist denn das? Huch! Besuch! So, dann bauen wir das Ganze mal so ein bisschen. Ja, natürlich! Ey, wisst ihr, das kannst du doch echt nicht sein. Wo kommt der denn her? Dann wollen wir mal die alte Hecke hier stutzen. So, läuft der Hase. So langsam nervt es mit diesen Viechern. Das muss man ja echt mal lassen. Das ist... Alter. Oh. Geht ja mal gar nicht. Gar nicht. So. Pass auf, dann gehen wir einfach nochmal in eine Hütte rein. Und dann... Ich war ja schon mal im Nether gewesen. Und da weiß ich, kannst du tatsächlich aus Glowstone... aus diesem Staub... Staub. Nicht blöd. Wo ist der Staub? Wo ist denn der Staub hin? Ach, da! Der Glowstone-Staub? Ach, Quatsch. Da wollte ich doch hin. Ah, gucke. Dann machen wir einfach mal so ein paar Dinger draus und die bauen wir hier irgendwo mal ins Haus. Zack! Mal gucken, was dieser Prototyp so erzählt. So, das haben wir. Eins, zwei, drei. So, jetzt müssen wir das hier mal reinsetzen. Und dann wollen wir mal gucken, wie der sich hier so macht. Das ist alles noch zu dunkel, ne? Ich habe mir das vorgestellt, dass das heller wird. Ich habe ja echt gedacht, dass das heller wird. Warum ist denn das so dunkel? Da finde ich jetzt aber doof. Dann gehen wir hier in der Mitte rein. So. Das ist jetzt ein wenig nicht so wie gedacht, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Plopp. Das muss ich ja mal so ganz... Geht das nicht noch irgendwie heller oder so? Das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd. 1, 2, 3, 4. Scheiße, verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Blöd. Brut. Ist das denn jetzt hell genug hier, oder was? Oder was? Oder wie? Oder wo? Oder wen? Ja gut, da kann ich ja ein Bücherregal draufstellen von hier oben. Da fällt das nicht auf, aber... Ich
habe jetzt echt so die Frage. Bin ich ja ganz ehrlich, so wirklich sagt mir das noch nicht zu. Ich hätte mir das ehrlich gesagt heller vorgestellt. Wie kann ich Lampen bauen? Richtige, schöne Lampen. Das verstehe ich nicht. Es tut mir echt leid. Ich habe gedacht, so ein bisschen Glowstone und dann glüht das hier und danke. Aber das, ehrlich gesagt, sieht scheiße aus. Aber sowas von scheiße, bin ich ja ganz ehrlich. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Huch. Ne, da bin ich ehrlich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das geht weg. Das geht weg. Und das hier genauso. Das sieht so scheiße aus. Es tut mir echt leid, aber das sieht einfach kacke aus. Das mache ich wieder weg. Gut, dann darf ich mich halt nochmal ein bisschen schlau lesen. Es sei denn, ich kriege von euch mal so einen kleinen Tipp, wie, wie man schöne Lampen baut, weil das sieht echt scheiße aus. Tut mir echt leid. Und das da vorne ist auch noch nicht so wirklich ausgereift, weil die können, oder? Ne, das sah nur so aus. Ich dachte schon, sind die jetzt hier? Ne, die sind nicht gespawnt. Ey, geil. Cool. Ich habe so ein bisschen Ruhe davor. Ich dachte, die wären hier wieder in meinem kleinen Garten drin. Plopp und plopp. Das sieht doch schon wieder ganz angenehm aus. So muss das sein. Also das muss ich echt sagen, das finde ich ein bisschen hässlich. Das ist nicht schön. Genauso wie da unten, da habe ich auch echt gedacht, dass das hier ein bisschen heller ist. Das scheint mir doch sehr dunkel zu sein. Also ich bin der Meinung, es geht auch noch heller. Was machst du da? Hau ab da, du Luderlack. Unglaublich. So, ach hier, gucke, warte mal. Dann können wir doch eigentlich... Das ist doch schon... Ist das schon erntereif? Ja! Dann können wir doch hier gleich... Die Dinger mal einsacken. Zack. Und gleich wieder neu pflanzen. Plopp. Siehste. Na egal, komm her, dann machen wir das hier auch. Ich wollte eigentlich hier vorne vor nichts machen. Aber anscheinend, offensichtlich, lässt mir das Feld keine Ruhe. So, wo ich drauf hinaus wollte. Meine Eltern haben ja nun auch, oder hatten einen Schrebergarten, sag ich mal so. Den haben sie gekündigt aus Altersgründen. Und haben sich natürlich gewünscht, dass der kleine Poppy das natürlich weiterführt, ist ganz klar. Aber ehrlich gesagt, ich habe da keine Zeit für. Ich habe da einfach keine Zeit für, mich auch noch um so einen ollen Garten zu kümmern. Bin ich ja ganz ehrlich. So, wir wollten einen Amboss basteln und dann können wir nochmal gucken, dass wir ein paar Bücher verzaubern. So, Amboss, ich brauche hier... Eisenbarren. So, warte mal, dann können wir ja... Das Zeug, wo war denn das her? Das Zeug war von hier. Den Glowstone. Ja, wie ich das mit der Beleuchtung jetzt noch hinkriege, da bin ich ehrlich gesagt wirklich überfragt. Ich habe keine Ahnung. Nur olle Kartoffel. Das heißt, nee, warte mal. Kann ich die nicht einpflanzen, die Kartoffel? Die kann ich doch bestimmt vermehren. Oh, ich musste mal was essen, sonst verhungere ich. Nee. Gemein ist das. Gemein. So, dann gehen wir da einmal hin. Dann. Was das erstmal. So, dann gehen wir hier erstmal und nageln. Achso, Eisenbarren haben wir schon. Läuft. Zwei und ich glaube, drei brauchten wir, glaube ich, für den Amboss, ne? Zack.
Ha! Geht doch, ich bin gut. Plupp. Und dann können wir den nämlich... Pong! Alter, das ist laut. Können wir den nämlich hier hin basteln? Nee, ich lasse das mal. Ich habe irgendwo doch meine Bücher da. Bücher. Bücher, Bücher. Ich hätte doch, glaube ich, schon irgendwie so ein Bücherregal gemacht, ne? War das nicht so? Oder täusche ich mich da? Jetzt habe ich das wieder mal nur geträumt. Werkbank? Okay, ich habe gedacht, ich habe ernsthaft gedacht, ich habe schon ein Bücherregal gebaut. Okay, dann halt nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Muss ich da noch irgendwas machen? Ah, ja, ich glaube, ich weiß, was ich noch brauche. Wie heißt das? Ich kann mir das nicht merken. Lapis Lazuli. Herr Popi. Lapis Lazuli. Schutzschärfe. Achso, 2 und 3 bleibt, okay. Schutz 1, Schärfe 1. Oh, was geht hier? Wasseraffinität, Schutz. Ich nehme das einfach mal so hin, wie es ist. Effizienz 1. Aber warte mal, wenn ich jetzt das alles verzaubere, dann vergeige ich mir doch eigentlich Schärfe 1 und Schutz. Da haben wir Schärfe 1 und Schutz 1. Energie, Erfahrungskosten 1. So, da haben wir beides. Schärfe und Schutz. Aber Schärfe und Schutz macht ja überhaupt keinen Sinn, ne? Okay, pass auf. Dann machen wir das mal anders. Dann gehen wir mal in diese Kiste. Da hauen wir die ganzen Bücher rein. So, die sind noch nicht. Das Zeug packen wir auch noch mit hin. Und dann müssen wir... Dann müssen wir noch mehr Zuckerrohr abbauen. Aber ich war der Meinung, ich habe schon irgendwie Bücher gebaut. Dann habe ich es mir doch wahrscheinlich... Oder ich habe es nur ausprobiert, wie man das macht und habe das aber noch nicht fertig gebaut. Das kann natürlich auch sein. Ich probiere ja immer ganz gerne mal. Nicht nur aus dem Kochtopf, sondern halt auch mal so, um zu sehen, wie läuft das überhaupt. So, pass auf, dann nehmen wir euch hier mal mit. Juhu! Oh nö, muss hier doch runter. So, das hätten wir. Huch! Gefallen! Ich bin ein Gefallener. Naja, auf jeden Fall so ein Schrebergarten. Es ist zwar immer wieder schön, wenn man dann auch zusammen sitzen kann und einfach mal feiern oder ein Trinken oder ganz banal grillen. Wird auch immer ganz gerne gemacht auf solchen Schrebergärten. Gerade so ältere Leute auch, die... Hä? Dahin, zack. Gerade auch so ältere Leute, die halt sich noch ein Hobby suchen, die sagen halt, okay, ich bin aus dem Arbeitsleben ausgeschieden und brauche jetzt einfach nochmal irgendetwas, um mich zu beschäftigen, dass ich nicht so ganz verblöde, weil irgendwann wirst du es merken. Ich muss mir auch mal das Zeug hier anders anbauen. Das ist so ein bisschen blöd gemacht hier, gerade mit dem, was hier um die Ecke geht. Da, ich habe doch gewusst, da ist noch einer runtergefallen. Nee, aber es ist so, das wirst du selber dann irgendwann auch merken, wenn du aus dem Berufsleben ausscheidest. Dann wirst du dich an die Worte des dann schon bereits toten Poppy erinnern, der gesagt hat, such dir ein Hobby, wenn du alt wirst, sonst verblödest du. Und das ist tatsächlich so, das ist wirklich so. Also wenn du, das merkst du, ja alleine wenn du Urlaub oder Ferien hast und du bist länger als 3 Wochen ohne wirkliche
hirntätige Anstrengung. Du verblödest. Das ist tatsächlich, du wirst aber blöd im Kopf. Du wirst einfach nur blöd im Kopf. Du kriegst das nicht geschossen. Du kannst dir wirklich nichts mehr merken. Du, wenn du... Was brauche ich denn? Papier, ne? Wenn du, doch, das. Entschuldigung, dass ich mal so gerade unterbreche. Nee, wenn du, das merkst du auch, wenn du dir über ein paar Tage oder ein paar Wochen deinen Hirnschmalz nicht anstrengst, das ist wirklich so, dann wirst du rammdösig. Dann weiß dein Kopf irgendwann nicht mehr, was er machen soll. Das ist wirklich so. Dann stehst du da wie ein Ochse vorm Schorntor und kannst ja nicht mal so ganz banale Sachen merken wie brauch eine Tüte Milch. Dann gehst du hier los, weil du dir einen Kaffee bauen willst. Und dann stehst du bei deinem Kaufmann und sagst, ich weiß nicht, was ich hier will. Dann gehst du nach Hause und dann stehst du wieder vor deinem Kaffeebecher und sagst, Milch. Und so ist das tatsächlich. Wenn du dir kein Hobby suchst, außer Computerspielen jetzt, dann also wirklich so raus, frische Luft, nachdenken, was will ich tun, was will ich machen, gerade auch beim Schrebergarten. Da musst du auch so ein bisschen überlegen, was pflanze ich wann, was pflanze ich wie und wo an. Ist natürlich klar, dass du dann Kartoffeln nicht auf die Erde drauflegst, sondern einbuddelst oder keine Ahnung, ich sag mal, irgendeine Blume vielleicht nicht im Schatten pflanzt, sondern vielleicht auch in der Sonne, damit die auch wachsen und gedeihen kann und sowas alles. Und da ist halt einfach der Punkt, wenn du da nicht aufpasst, dann kann es ganz schnell passieren, wenn du alt wirst, dass du einfach verblödest. Das ist wirklich so. Dann ist einfach Feierabend. So, jetzt habe ich zu viel Papier. Scheiße, wie war denn das Bücherregal? War das mit Holz? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie war doch das Bücherregal. Das konnte man doch irgendwie... Na gut, Freunde, das finden wir raus in der nächsten Folge von Minecraft. Da bauen wir Regale und da müssen wir mal gucken, dass wir hier den Zaubertisch so ein wenig, können wir vielleicht nach da in die Wand einbauen oder so, das weiß ich noch nicht. Oder hier hin, ich glaube, hier rein baue ich das. Da baue ich so eine extra Bibliothek für den Zaubertisch. Doch, das machen wir einfach. Genau, das bauen wir hier in die Wand rein. Da gehen wir dann durch und dann haben wir einen extra Raum für den Zaubertisch, wo der dann eigentlich nur aus Bücherregalen besteht. Ich glaube, 15 Stück oder so brauchst du mal, damit wir dann die volle maximale Stärke des Zaubertisches erreichen können. Guti, wenn es dir gefallen hat, die Folge, würde ich mir natürlich mal einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, na klar, Daumen nach unten. Schreib was in die Kommentare rein, hinterlass einfach mal was. Oder abonniere mich natürlich auch, ist ganz kostenlos und natürlich auch freiwillig. Dafür verpasst du aber keine Folge von mir. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen in der nächsten Folge zu Minecraft. Danke, tschüss!